Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact, wie immer in 21 zu 9 und ja, mit Folge 603 kam Version 3.0 raus. Ab 605 haben wir auch angefangen, die Arkenaufträge zu machen, haben jetzt auch, glaube ich, 4 Akte durch, soweit. Der fünfte... Ich dachte schon, ich hätte hier was dahinter gesehen, aber nee, das ist diese Lanze oder Speer von ihm, was ist das überhaupt? Lanze, okay. Ja, jetzt bin ich erstmal komplett aus dem Takt. Jetzt muss ich mir überlegen, was ich sagen wollte. Mann, dieser Überraschungskampf. Komm schon. Zack, 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 zack. Ja, Alter. Deine. Ernsthaft, der hat das nur überlebt? Zack, zack. So. Super, Alter. Immer schön draufhauen. Deswegen Kea und Gucci sind eigentlich eine coole Kombination. Nur ich finde Kea einfach nicht so stark. Euler darf auch mal mitmachen. Zack, 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 zack. Oh, lol. Erstmal so eine osmanische Schelle von Euler kassiert. Direkt 7000 Schaden. So, okay. Wo bin ich stehen geblieben? Genau, mit 605 Arkenaufträge, 4 Kapitel haben wir, oder Akte haben wir durch. Der fünfte Akt ist deutlich länger. Da haben wir auch jetzt schon 6-7 Folgen gebraucht. Normalerweise waren es immer so um die 3-4 Folgen. Ja, eher 4. Es geht um Rana, die aus dem Dorf von Vimara stammt und herkommt. Sie ist so eine Art Waldrangerin oder Waldhüterin, sowas in der Art. Und es geht um einen Fall mit Kindern, die verschwunden sind, gekommen sind, behaupten, die wüssten nichts. Aber es hat irgendwas mit den Aramaras zu tun, die hier in Vanarana wohnen. Und ja, es ist ein verdammter Zungenbrecher und immer wenn die reden, ist das Vorlesen ziemlich anstrengend. Und ja, sie wurde vergiftet von den Marana. Das ist sozusagen diese Verwelkungen hier in dieser Umgebung, die wir bereits mehrfach gesehen und besiegt hatten. Und wir sollen für ihr so eine Art Bia besorgen. Ich vermute mal, das ist irgendwie so ein spezielles Medizin von den Dorfbewohnern aus Vanarana. Und das hat 4 Folgen schon gekostet, allein schon, weil wir die alle helfen mussten, um Appernwald, damit wir hier so eine Maschinerie, so bezeichnen sie es zumindest, halt heilen können. Und wir sind halt immer noch nicht fertig. Allerdings habe ich halt gesehen, dass wir gerade dabei sind. Also es gibt ein Event, was hier langsam abläuft. Mit Ullmann. Von denen haben wir bereits in Inazuma was gemacht. Ihr kennt doch noch die kleinen Selis, die hier unten rechts sehen würdet, sobald die Kuhlung weg ist. Genau das hier. Damit können wir Schätze suchen. Und er will dann solche antiken Eisenmünzen haben. Wir haben bereits 2 Folgen investiert, oder 3 sogar. Und ja, das möchte ich halt gerne noch finishen. Ich gucke gerade mal, wo müssen wir dafür hin nochmal? Ach, es gibt schon wieder was Neues. Tablettenseminar. Haben auch noch 10 Tage. Genau, vermisste Schätze. 3 Tage haben wir noch Zeit. Deswegen habe ich das jetzt dazwischen geschoben. Weil die Untertitel von Ara Naras ist wirklich sehr anstrengend. Wir befinden uns, glaube ich, hier um den Dreh. Sie runter. Warte, ich hatte doch... Moment mal. Erstmal noch auf der Karte gucken. Genau. Wir waren noch nicht im Kreis drin gewesen. Ich dachte, ab hier fängt es schon an. Genau, hier haben wir so eine komische Linse gefunden. Genau, jetzt sind wir in diesem Gebiet drin. Ausdauer, da sind die Verwelkungen, die Maranaras. Einfach zu machen eigentlich. Oha, das geht bis hier hin, ey. Ach, stimmt, ich erinnere mich. In der letzten Episode war es hier voll düster. Deswegen wollte ich hier auch nicht aufhören. Genau, das Ding haben wir bereits aufgeladen. 9 Stück, das heißt, wir können 3-mal ausgraben und da gibt es halt Unterschiede mit dem Ausgraben. Entweder müssen wir solche komische Energie sammeln, also wir müssen immer so zusätzliche Energiepunkte sammeln, klar. Aber bei manchen müssen wir halt kämpfen, bei anderen wiederum nicht. Kurz warten, zack. Hier müssen wir suchen. Da vorne ist etwas los, jemand von Hillet Church, Alter. Das ist wirklich nervig hier in Sumeru, muss ich leider sagen. Jedes Mal, wenn ich das Game starte, noch bevor ich überhaupt die Möglichkeit aufzuzeichnen, kommt dann immer von Pyron die Meldung, ja, jemand ist in Gefahr, bla bla bla, lass mir ihn helfen. Ich habe das bereits gemacht, aber das ist so eine Art Random-Ereignis und das ist halt ein bisschen, ja, ist halt nervig, weil wir kriegen halt nicht sonderlich viel von. Diesmal ist es an einer anderen Stelle. Ich helfe dir mal trotzdem, ausnahmsweise. Vielleicht gibt es hier, dass man, wie bei den Daily-Missionen, da gibt es auch Fortsetzungen oder bestimmte Daily-Missionen aus mehreren Teilen bestehend. Ist halt aber immer nur random, ob man die Mission kriegt oder nicht. Zum Beispiel hatten wir jemanden, einen großen Bruder, eines kleinen Mädchen, geholfen,
Medizin zu organisieren von so einem altertümlichen Medizinbuch, wo es darum geht, dass die Schleime so eine spezielle Beere essen müssen. Die Schleime müssen wir halt dazu bringen, dass sie die Beeren wieder, naja, freigeben, um das höflich zu sagen. Und ja, das hatten wir dann zweimal gemacht. Das waren zwei verschiedene Tagesmissionen, die aufeinander aufgebaut hatten, ohne jetzt krassen Fortschritt zu haben. Und Legoff, keine Ahnung, den haben wir woanders getroffen. Vielleicht ist das ja auch eine Fortsetzung. Ich danke dir herzlich, mein Freund. Solche freundlichen Reisen in einem fremden Land zu treffen, ist wie ein Mann, der inmitten einer endlosen Wüste auf eine Oase trifft. Du hast sogar meine Waren geschützt. Ich dachte, sie würden diesmal wieder von diesen Schurken ausgeraubt werden. Schon wieder? Tja, diese Schurken sind wie Albträume. Wie du ja sehen kannst, bin ich ein reisender Händler aus Fontaine. Meine Waren sind die frischesten weit und breit. Aber gerade deshalb werde ich jedes Mal von diesen Widerlingen ausgeraubt, wenn ich meine Ware transportiere. Letztes Mal wurde ich von ihnen am Eingang zur Hauptstraße überfallen. Eine Ladung verlangt. Ja, genau, das ist immer derselbe Text. Immer seine Klamotten werden überfallen, der würde dadurch keinen Profit machen, ist halt immer dasselbe. Ja, nimm es an. Was kriegen wir denn jetzt nochmal? Ich glaube, das war aber wirklich nur ein bisschen was. Ja. Deswegen meine ich ja, es lohnt sich irgendwie nicht, die Mission zu machen. Okay, das zweite Ding, genau, wir können es ja ausgraben. Wir hatten ja eben diese Sachen collected. Im Allgemeinen empfehle ich euch, auch oben rechts auf das E-Symbol zu klicken beim YouTube-Player. Dann kommt ihr nämlich auf die Playlist von Genshin Impact und könnt euch doch die letzten paar Folgen anschauen. Ja, am besten ab Folge 603, weil dann seht ihr auch ein bisschen was von der Umgebung hier. Auch neue Pflanzen entdeckt, also Pflanzen und Beeren, so etwas ist natürlich klar. Aber es gibt zum Beispiel auch solche Pflanzen oder so eine Beere. Ich weiß nicht, wie man das genau bezeichnet. Ich glaube, das war hier sogar an der Klippe irgendwo. Hier? Nee. Wenn man klettert, braucht man ja natürlich halt Ausdauer. Aber dann gibt es halt so Pflanzen, die kann man beim Klettern collecten und dann kriegt man wieder Ausdauer aufgebaut, was durchaus praktisch ist bei sehr krassen Klippen. Auch weil die Teleporter ein bisschen... meiner Meinung nach ungünstiger stehen. Ach, ich sehe da hinten Seli. Ist das eine Höhle? Dass einer von diesen geheimen Dungeons sind? Genau. Hier müssen wir kämpfen zum Beispiel. Zack. Ich muss mal Yuki wechseln, aber ich brauche den Dendron-Attribut. Das wäre dann halt gar nicht mal so schlecht, Yuki erstmal eine Weile im Team zu haben, obwohl ich eher nur L haben will, aber... Ja, gerade Yuki, das Schwert haben wir halt Kuchin gegeben. Hatten auch vor drei Folgen müssen es ja sogar sein, geschafft, unsere Waffen mal zu maxen auf Level 90. Nicht bei allen Charakteren, bei einem haben wir es auf 84, ich glaube, das war sogar bei Noel. Aber man merkt, der Schaden ist schon da. Auch bei Euler. Es sind halt noch die Artefakten, die noch so ein bisschen fehlen. Aber die Events sind mittlerweile so lang, seit Version 2.6, wie viele Folgen ich einfach brauche. Einfach für die Elan. Ich musste viele legendären Aufträge machen. Und dann die Elan-Story. Ich glaube, 4 oder 5 Episoden zu je 45 Minuten. Einfach weil so viel Dialog war. Also, das war schon heftig, ey. Also, dann das Goldapfel-Archipel mit so einer Neuerung, dass sich Inseln verändern können und so. Also wie gesagt, alles zum Empfehlen, zu nochmal zu schauen. Das ist da oben. Warte, nehme ich Spider-Man-Attacken. Und zack, ich habe es nämlich noch nicht mit der Entfernung gehabt. Genau, hier ist einer von den besagten Aranara und ihr seht, es heißt wirklich so. Also, uiuiuiui, und wir müssen da immer noch so viel machen. Gerade bei diesem kleinen lustigen Volk muss ich so viel vorlesen. Hätten sie echt so machen können, dass das synchronisiert wird, aber schade eigentlich, weil das ist wirklich anstrengend. Ja, Lumia. Hier müssen wir wahrscheinlich auch kämpfen. Nein, das ist mal was Neues. Ah, ach so, ich wollte schon sagen. Ey, lass mich hier runter. Uff. Komplett raus. So. Einmal kurz runter. Wohin müssen wir? Hier. Hier. Ich war noch nicht da. Ich weiß. Ach, wir haben schon alle. Ah, okay. Holy, das war jetzt irgendwie merkwürdig. Ach, hier sind wieder Symbolen. Hatten wir bereits gesehen. Ach, Moment mal. Das ist nicht. Das hier, das sind. Warte, ich hatte doch eben diesen einen Seli gesehen hier irgendwo.
Sieht nämlich stark danach aus, dass wir das machen müssen, um das freizuschalten. Was ist nicht hier? Nee, hä? Mann, ich hätte es markieren sollen. Das muss auf dieser Seite sein irgendwo. Ah, ich muss auch den Schatz ausgraben. Ach, hier ist etwas. Ah, genau, da ist dieser Seli. Habe ich mich ein bisschen verschätzt, ehrlich gesagt. Ja, wohin willst du? Okay, das ist doch ein bisschen weiter weg. Zuckerblumen collecten, immer Sachen collecten. Gerade hier in Sumeru-Region. Ach, da unten ist auch so eins. Finde ich, dass es ziemlich wichtig ist, dass wir alles collecten wieder. Man weiß ja nie, was man braucht. Ob ich wieder einen Charakter kriege. Ich bin noch, ehrlich gesagt, ein bisschen unentschlossen. Denn es, man kann jetzt aktuell in diesem Banner unter anderem sagen wir nur Miyakokomi farmen. Ach, farmen sage ich schon. Hier kriegen. Aber auch Sucrose und ihn, den haben wir auch ein bisschen angefangen. Aber jetzt bin ich auf ihr übergeschwemmt. Da wäre es vielleicht gar nicht mal so schlecht, ihr C-Bild hochzudrücken. Wenn wir Glück haben, aber ich habe auch schon gelesen, normalerweise spoilere ich mich nicht, weil ich möchte mich eher überraschen lassen, dass im nächsten Banner scheinbar Euler wiederkommen soll zum dritten Mal. Und gerade Euler bin ich ziemlich krass drauf, dass ich sie maxen will, weil ich mag halt, dass man mit ihr sehr krass auf Crit gehen kann. So, die Region haben wir wieder erreicht, ja, ja. Genau, das war oben. Ach komm, warten wir erstmal ein bisschen. Hier wäre so Spider-Man-Sachen natürlich nice. Das ist natürlich wieder viel zu weit weg für. So, okay. Das heißt, in einem Seli haben wir gemacht. Vielleicht werde ich dieses Rätsel doch noch lösen wollen. Wenn wir schon gerade hier sind, wisst ihr. Also ist zwar nur eine kleine Truhe. Aber dann muss ich in Zukunft nicht wieder darauf achten, dass ich einen Dendon-Charakter im Team habe. Weil, wie gesagt, den Hauptprotagonisten... Achso, das ist diese andere Event-Sachen. Es gibt so viele Events parallel laufen. Das ist so holy. Ja, ja, ich weiß, wird gespeichert und so. Man kommt einfach so schlecht vorwärts. Wie gesagt, ich habe über 30 Folgen seit einem Update. Und gefühlt irgendwie nichts geschafft. Nichts gefahren. Oh, doch, eine Folge ein bisschen gefahren, aber nicht viel. Aber trotzdem so, ne. So, okay. Oh, war die, waren hier nicht die... Ist das das hier? Weil die Reichweite haben sie auch ein bisschen geändert. Achso, doch, genau. Ich gehe mal davon aus, dass auf der anderen Seite auch irgendwo ein Seli sein muss. Oder auch nicht. Ah, egal. Nächstes Ziel. So. Ach, genau, hier haben wir angefangen. Hier haben wir Colley getroffen. Übrigens... Sie ist ein großer Fan von Amber und sie hat eine Krankheit und eine doch krasse Vergangenheit. Also im negativen Sinne bezüglich der Fatuis. Wenn ihr das selber sehen wollt, müsst ihr ab Folge 606, glaube ich, gucken. Da kam die zum ersten Mal richtig vor. Aber ansonsten haben wir noch nicht viel mit ihr zu tun. Hier ist auch eine Mission. Das werde ich direkt mal markieren. So, nein, komm schon. Es, immer wenn man das Game das erste Mal gestartet hat, braucht das eine kleine Weile. Das haben sie irgendwie, das ist irgend so ein Bug, den sie irgendwie mit Dings eingeführt hatten. Mit 1.7 oder so? Weiß es nicht. Den muss ich auspacken immer, das vergesse ich immer. Ach, wir müssen sogar hier runter. Ach, hier ist auch noch was. Zack. Hier ist es nicht so groß von der Fläche. Diese Leute, warum sind sie hier? Ja, das habe ich auch gesehen. Palmer fragt sich, was sie im Schilde führen. Ach ja, genau, die sind hier von der Goldbrigade. Jetzt sehe ich das nämlich auch. Aber gut, das ist jetzt nicht das Thema. Da ist auch noch einer. Ob der zu denen gehört? Naja. Da haben wir etwas, was wir collecten können. Da ist eine kleine Höhle, da waren wir drin in der ersten Folge. Also genauer gesagt Episode 605, wo wir den Arkenauftrag angenommen hatten. Und ja, uns hatte das Duft, diese Art Weihrauch umgehauen. Allerdings vertragen wir das mittlerweile und haben doch so eine Vision. Ja, wir dachten, das wäre ein Traum, ist aber gar kein Traum. Wie komme ich jetzt an die Blume dran? Achso, gehe ich durch? Ja, okay, gut. Nevermind. Hatte ich hier noch was gesehen? Seli-Station.
Warte mal, da oben ist noch was. Gibt es hier irgendwie eine Sprungfeder? Hier kommen wir zu der großen Kluft. Diesen Eingang habe ich natürlich nicht genommen. Also wusste ich auch ehrlich gesagt nicht, dass sie hier ein Loch machen werden. Ich gucke mir auch normalerweise keine Präsentationen, Streams oder sonst was halt an. Also allgemein, egal, von Genshin Impact, Spielehersteller, Spieleentwickler oder sonst was. Dafür habe ich meistens nicht die Zeit. Meistens sind das auch so Uhrzeiten, wo ich gar keine Zeit habe. Wer hat denn an einem Sonntag um 16, 17 Uhr Zeit? Also ganz ehrlich, ne? Gut, hier kann man graben. Ich wollte das Ding erstmal die Sachen alle sammeln, damit ich direkt dreimal würfeln, ach, schaufeln kann und... ich will nicht ganz nach unten. Eieieie. Wie wir in Enkanomia gelernt hatten, gerade beim zweiten Enkanomia-Event. Also, das erste Enkanomia-Event, aber das war sozusagen, nach der Einführung, haben wir gelernt, dass Noel besser klettern kann als Euler. Ich weiß nicht, ob es an dem Schuhwerk liegt oder ob Noel irgendwelche Spikes hat. Aber es gibt einen großen Unterschied. Hä? Achso, da ist das Ding. Ah. Weil es gibt manchmal so unsichtbare Vorsprünge. Ganz kleine Kanten oder sowas naht. Oh, haben die mich gesehen? Der hat so komisch geleuchtet. So einen ganz kleinen Vorsprung und Euler schafft die Kante so auf ein, so eine halbe Sekunde, eine Sekunde lang drauf zu stehen und rutscht dann ab. Noel dagegen kann irgendwie dauerhaft draufstehen. Und ich weiß, bei Genshin Impact gibt es ja eigentlich nur drei Körpergrößen. Wobei ich auch nicht ganz sicher bin, ob es kleine Variationen gibt. Wir müssen mal allgemein darauf achten, wie die Charaktere aufgebaut sind. Die Kinder immer sehr flaches Schuhwerk, nicht so krass prunkvoll, aber eher so, ja, Kinder muss man halt warm halten, ne? Dann hat man so mittelgroße, so wie zum Beispiel Euler, Traveler, Kuchen, die sind aber alle relativ, also das Schuhwerk ist ein bisschen höher, ein bisschen, also meistens ein bisschen fester, weil Rüstung oder sowas. Und dann gibt es halt die Erwachsenen, wo sie richtig feste Kleidung haben, wenn man sich zum Beispiel Jean oder Baidu vergleichen würde. Achso, das will ich zuerst collecten. Komm ich so rüber? Nein! Weil ich will jetzt nicht den Charakter wechseln. Zack! Ach, den habe ich noch nie gesehen. Hier in dieser Region, meine ich. Ha! Ja! Sorry! Ach Gott! Das hier, das Spider-Man, zack! Ah, Statue der Sieben müssen wir auch auf jeden Fall als Zwischenstation mit reinnehmen. So, wir haben jetzt die drei Schätze gefunden. Das heißt, wir können wieder ausgraben und dann. Das ist ja der Zeit. Das heißt, wir müssen kämpfen. Ja. Zack, zack. Frostbite. Cooldown Skip sehe ich gerade bei Yuki. Aber naja, gut. Solange wir die Fähigkeit haben von ihm, von Kea, kann ich mit Kuchen die Ulti usen. Zack. Ach. Ja, jetzt muss ich einen Typ wechseln. So. Das sind nämlich auch Elektropilze. Zack, zack, zack. Na, komm schon. Deswegen brauche ich unbedingt für Euler entweder das Sternenbild oder irgendwie. Ja, das bessere Artefakten-Set. Mir fehlt halt eins. Immer. Also für das komplette Set. Es gibt nämlich zwei Sets, die ich gesehen habe. Eins, wie war das? Eins war 18% Angriff und das andere, was empfohlen wird, 25% physischen Schaden, wenn man ein Set komplett hat. Beziehungsweise halt, wenn man zwei von ihnen Set hat, war es genau. Das hatte ich dann mal ausprobiert, dass ich 18 und 25 genommen hatte. War nicht schlecht, muss ich sagen. Der Schaden war schon ordentlich. Aber dann habe ich halt gesehen, es gibt für das zweite Artefakt-Set mit den 25% mehr physischen Schaden oder Angriff, keine Ahnung, was es genau war. Wenn man da ein Vierer-Set hat, dass da nochmal ein krasser Buff dazu kommt. Deswegen gibt es von den Artefakten zwei verschiedene Variationen und mir fehlt halt die andere Variation, die ich gerne haben möchte. Ich bin auch noch nicht ganz überzeugt, so was würde ich wirklich für Euler nehmen. Klar, höhere Zahlen klingt nice, aber kann ich nicht wirklich einfach das mit einem 18 zu 25% Combo nehmen, so wenn ihr wisst, was ich meine. Und das dritte, also das zweite, also Vierer-Set verzichten. Ah, so. Ich habe ein bisschen gewartet, mit dieser T-Taste zu drücken. So, da haben wir das nächste aus. Wird hier langsam dunkel hier. Ach, zack, zack. Zack, zack. Einfach alles doof hier. Und dann mit Kuchen. Dann kriege ich auch trotzdem Superleiter-Bonis teilweise. Ja, genau. Es war immun gegen Eis, aber... Na komm schon. Euler hier.
bisschen normal. Oh, 7000 Schaden. Dieser Fischkopf, ey. Ich bereue es, dass ich dafür nicht die 5. Verfeinerungsstufe erreicht habe. Ich wusste es damals nicht. Ich dachte, das wäre so ein Fun-Item. So eine Fun-Waffe. Achso, ja, das mache ich weiß. Und hab das Event zwar abgeschlossen, gefinisht, aber halt nicht dieses Ding bekommen, was ich benötige. Ich dachte, man muss einfach andere Waffen oder ähnliche Waffen machen oder so, aber ne. Das ist so eine Salbe, glaube ich, war das gewesen, was man für einen Fisch braucht. Aber gut. Bei Sangonomiya Kogumi habe ich diesen Fehler nicht gemacht. Allerdings hat das so viele Golden gekostet, bis wir das hatten. Weil wir waren einfach zu schwach für Enkanomiya für das Event, weil die Monster waren deutlich stärker. Also, die waren deutlich stärker wegen der Weltstufe und halt wegen dem Event. Also, Alter. Ich kann halt nicht attackieren, wenn er mich so wegdrückt. Ah. Zack. So. Ein bisschen Urwuchs und Superwuchs verursachen. So. Geht dann ein bisschen schneller hier. Zack, 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 zack. Und dann mit Euler einfach doof hier. Das reicht schon. Ausgraben. Zack, 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 zack. Okay, das letzte. Es gibt wieder 10 Urgestein. Ich muss echt überlegen, will ich für Sangonomiya oder für Euler pullen? Weil wir haben nicht so viel Urgestein. Ich habe jetzt bis auf die letzten 2 Banner da vor die 4 Banners halt gepult. Und natürlich dementsprechend kaum Ressourcen mehr übrig. Zack. Oh, Alter, das muss man auch erstmal schaffen. Zack. Machen wir es so. Die ist da auch ein bisschen besser mit den Klettern gegenüber Euler. So. So, das kann man ja collecten und dann zack, 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 zack. Ey, pf, nee, da, da. Okay, haben wir. Jetzt können wir wieder ausgraben. Zack. Und es gibt wieder antike Eisenmünzen, wieder 30. Okay, gut. Ja, genau. Wo müssten wir dann theoretisch als nächstes hin? Ach, Appernwald, also am Randgebiet. Ach, hier ist es, glaube ich, ein bisschen... Warte, habe ich hier da schon die Dings weggehauen? Die Verwelkung? Ich glaube schon. Ist auch die letzte Zone. Sehr gut. Boah, so viele Folgen, das zu machen, ne? Aber ich würde gerne erstmal nach Sumeru reisen, unsere Erkundungsbelohnung und so weiter mal einlösen. Genau. Übrigens auch sehr zu empfehlen, wir haben ein dunkles Geheimnis von Catherine erfahren, durch die niederen Herren Kusanagi. Und ich will an dieser Stelle nicht zu viel spoilern, müsst ihr selber schauen. Folge 620, da wird das nämlich erwähnt. Oder ihr schaut euch meine Shorts an, falls das noch existieren sollte bei YouTube. Da habe ich es nämlich auch nochmal gehighlightet. So, Fischl bzw. Amy heißt sie ja mit Real-Life-Namen. Zack, zack. Na komm schon, Figur wählen. Ah, warte, habe ich letztens eins vergessen? Ich glaube, ich habe Elan vergessen. Wie kann ich Elan vergessen? Kann ich nur. Vor allem, die hat 25%ige Chance irgendwie, dass man mehr Belohnungen kriegt. Aber irgendwie ist das Gefühl 75-80%. Genau, da gibt es eine Season Pass, Ärzte und Einloggen wieder, ne? Daher könnten sie gerne mehr machen, mehr Variationen, aber naja, gut. Genau, wir müssen ja Richtung zum, hier, Appernwald. Genau, das ist aber hier in diesem Bereich. Das heißt, dieser Teleporter ist genau perfekt für uns. Alter, wo denn genau? Das Leuchten ist schon wieder da. Aber gut, okay, wir müssen vielleicht doch... Ich hätte doch diesen Teleporter nehmen sollen, aber die Sache ging doch ungefähr so. Gut. Bestimmt hier irgendwo, wa? Ein paar Sachen, die man mit den Dendron-Sachen öffnen können. Hier ja auch was. Da ist das aufgeploppt und wir sind in der Zone. Ich kann den Seli leider von hier oben nicht aktivieren. Ich muss echt den Boden drücken. Ach, hier ist wieder ein Rauchschwade. Genau deswegen brauchen wir auch den Dendron-Element, damit wir bei den Arana weiterkommen. Aber... Ja.
Das könnten wir auch noch mal schnell machen. Achso, hier gibt es auch noch so ein Ding. Ach, wie unnötig. Ah ne, das kann ich gar nicht. Hä? Achso, ich hab die Dings noch nicht. Ja, da gab es auch so Dinger, wo man mit einer Harfe Musik spielen müssen. Haben wir aber noch nicht freigeschaltet. Wahrscheinlich, wenn wir den hier retten, dann kriegen wir diese Sachen. Hat sich nichts getan? Na, dann gibt es ein weiteres Rätsel wohl. Naja gut, wir wollen uns aber nicht weiter aufhalten lassen. In diese Richtung müssen wir. Kurz einmal absetzen, nehmen wir Kutschen für. Ah, ich glaube, ich spotte den mal. So. Tief müssen wir dann noch. Ich sehe auch gar kein anderes von diesen Energiedinger. Da ist halt eins. Der ist aber auf der Karte markiert, also. Oh. Ist das alles gleich weiter unten hier? Ah, so. Ich sehe diese Reichweite. Achso, hier eine Blume. Warte, war da oben auch eins? Ich glaube, oben war auch irgendwas Ähnliches am Leuchten gewesen. Diese Sichtreichweite, hier haben sie ja auch reduziert. Irgendwann mal. Ich glaube, mit 2-0 oder so. Oder 2-1. Irgendwie sowas. Und dann gucke ich halt immer. Ich will aus der Entfernung schon die Sachen suchen. Hä? Achso, Schmetterling. Ja. Aus der Entfernung schon mal die Sachen suchen und so weiter, aber dann sehe ich sie halt nicht, weil die noch nicht eingeblendet sind. Die Dinger sind allerdings praktisch, wenn sie an der richtigen Stelle sind. Wobei... Ah ne, das war diese Kugel, die ich... Ach, daneben ist aber auch noch... Ah, Junge. Kurz warten. Zack. Das können wir auch schon aufheben. Zack. Okay, wir hatten für die Arana eine Mission gemacht. Hatte ich auch einleitend erwähnt. Das hier, was hier so leuchtet, ist, so, ist deren Maschine halt. Ne? Und wir haben halt die Fähigkeit bekommen, dass wir die Umgebung scheinbar ändern können. Wir können das Wetter ändern und jetzt habt ihr gesehen, es fängt an zu regnen und auf einmal spawnt so ein Block vor uns. Ich habe das nämlich noch nicht ausprobiert, weil ich den Schwerpunkt auf die Arkenaufträge gemacht hatte und nicht wusste, dass die Aranas halt so viele Missionen benötigen. Ah. Da muss man aufpassen ein bisschen. So, wir müssen aber hier nach oben. Hier hin. Na komm schon. Und ja, also auf jeden Fall gibt es hier noch sehr viel zu tun, zu erkunden und so weiter. Ich habe auch... Ach, da ist wieder ein Aranara. Ich hatte auch damals meine Äußerung gemacht bezüglich, auf die habe ich keine Lust, dass wir wahrscheinlich so um die 200 Folgen brauchen werden im Sumeru. Nur das Problem ist halt wirklich die Events. Jedes Mal, wenn ein Event kommt, kann es halt wieder nochmal extra länger dauern. Und die letzten Events haben alle so um die 20 Folgen geschluckt. So 20, 25, vielleicht auch 30 Folgen so um den Dreh, wisst ihr? Und ja... Ich weiß ja nicht, in der Zukunft kann es ja nochmal anders sein. Achso, die kann man absetzen. Und zack. Hört sich an, als wären wir in dieser Höhle. Zack. Ach, hier ist ein Dings. Deswegen wird hier so alles düster und so. Ich sehe es nur gerade nicht. Ah, in diese Richtung. Das heißt, auf der Karte würde ich dann hier mal einen Punkt machen. Gut, zwei Dinge können wir bereits ausgraben. Ob ich da irgendwie hochkomme. Das Ding muss ja eine Daseinsberechtigung haben. Wie war es nochmal? Mit Elektro und mit Pyro. Habe ich das jetzt getriggert? Ich weiß gar nicht. Scheint so. Weil wir müssen nach oben, wie ihr sehen könnt. Wahrscheinlich sind diese Pilze auch gar nicht da, wenn es nicht regnet. Darüber habe ich auch noch nicht nachgedacht. Also hier. Einer der Behausungen der Aranaras. Und tatsächlich ist da sogar einer. Als würde sich... Achso, ja, genau. Das ist das andere Event wiederum. Das meine ich. So viele Sachen finden gerade parallel zueinander statt. Gut, da wir scheinbar hier... Ach, die, Alter. Egal. Ich dachte... Hier müsste man kämpfen. Oh.
Tak, tak, tak. Und jetzt? Ach, da gibt's noch weitere. Zack, zack, richtig geraten, weil ich mir gerade nicht sicher war, in welche Richtung die Dinger einen schleudern. Eins fehlt mir. Wo fehlt mir das eine? Jetzt mal ohne Scherz, warte mal. Zack, erstmal hochgeschleudert werden. Vielleicht ist ja hier oben noch irgendwas. Hä? Wo ist das letzte? Eins fehlt noch, das seht ihr ja an den Balken oben. Ach, das ist das, was ich meine. Die Reichweite ist halt zu kurz für solche Sachen. Gerade so Missions-Items oder so, die müssten auf ja, etwas anders getrennt sein, meiner Meinung nach. Die Gegner sind ja respawned. So. So. Wo haben wir das nächste? Ach ne, haben wir schon gerade. Ach so, nevermind. Ich kann mich ja jetzt gerade im Augenblick nicht teleportieren. Ist aber nicht so schlimm, nehmen wir direkt den hier. Alter, die Musik hört einfach nicht auf, weil die ganze Zeit irgendwo anders die Gegner getriggert werden. Okay, zack. 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 Und wechsel mal zwischendurch mal. Kutschen brauche ich gerne. Für solche Schlachten. Zack, zack, zack. Zack. Alter. Ach so, da sind die Gespenster. Ah, wir brauchen die Items von den Gespenstern, aber das kriegen wir bei diesen Event- oder Missionssachen nämlich nicht. Die droppen da nichts. Ayaka braucht nämlich unbedingt diese Sachen. Oh, Junge, da seid ihr. Wombo-Kombo mit Supraleiter. Da hat sich nur Stendron. Zack. So, nächster Charakter hier. Gespenst. Ah. So. Ja, hab ich. Ja, hab ich. Ich bin mir nicht sicher, ob der Fisch groß genug dafür ist. Zack. Ja, komm schon. Linksklick halten. Irgendwie fehlen mir noch welche. Achso, jetzt ist der gedroppt. Hä, hey, Moment mal. Achso, hier, Alter, habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte schon für einen kurzen Augenblick, ich müsste jetzt wieder runterklettern. Nun gut, wollen wir jetzt tatsächlich nach unten reisen und... Das letzte. Oh, die ist halt schön nass. Ah, ihr seid noch nicht nass. Ich dachte, das Verdampfen gefällt ein bisschen flotter. Mach ich es halt so. Zack, 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 zack. Jetzt kommt vom Typ Eis etwas. Da muss ich auf Euler wechseln am besten. Yuki könnte auch mal was machen. Ich weiß gar nicht, wie es mit Wasser ist. Nochmal. Ich glaube, mit Wasser war nichts. Und bam. Zack, 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 zack. Dieser Schaden, einfach 7000, als wäre das nichts. So ungewohnt. Aber trotzdem, nicht die maximale Stärke von Euler. Definitiv noch nicht. Achso, ich wollte eigentlich Kea und klicken, hab jetzt irgendwie Kutschen ausgewählt. Zack, zack. Ist ja Cooldown-Skip, ist so nice. Das habe ich halt für Noel. Endpose. Ich mag die Endpose von ihr. So. Zack, zack. Okay, dann würde ich mal sagen, das war's, ne? Genau, dann gehen wir zum Tauschhändler. Genau, das kann ich direkt eintauschen. Ach, warte, kriegen wir... Wahrscheinlich kriegen wir noch von ihm noch welche. Ich weiß gerade im Augenblick nicht. Hier ist noch etwas. Ach so, wahrscheinlich die Season-Auftrag oder sowas in Art. Zack. Okay, jetzt gehen wir mal zu Ullmann. Geben ihm die Münzen. Oder beziehungsweise sind ja die antiken Eisenmünzen. Und dann würde ich mal sagen, dann haben wir das auch endlich geschafft. So, Ullmann war... Ja, da unten steht er doch. Ach, Statue der Sieben müssen wir noch besuchen. Naja, egal. Habe ich jetzt vergessen.
Reisende, ich vertraue dir die Schatzsuche an. Hey, auf eine gute Zusammenarbeit. Über die Schatzsuche. Und? Hast du antike Eisenmünzen gefunden? Ach so, ich dachte, man kann vielleicht noch 1000, dann kriegt man vielleicht noch die Reste, die uns halt fehlen, wisst ihr? Gut. Zack. Zack. Die Waffen verstärken waren es auch, die Kristalle. Brauchte nicht noch jemand irgendetwas? Ich weiß gerade nicht. So, was haben wir? Ich kann ja nur einen aussuchen, aber... Na, da der immer wieder kommt. Nehmen wir das hier. Und das war's. Mehr haben wir auch nicht. So, da das Event mit dem Seli dann sozusagen für mich vorbei ist, würde ich auch mal direkt mal vorschlagen, ich ändere die Items zu... Moment, wo war das? Zu dieser Harfe, zu der alten Leier. Oder den Fotoapparat. Könnten wir auch nehmen. Aber gut, Statue der Sieben. Hatten wir hier eins in der Nähe? Was ist das? Achso, das ist das neue Event. Ja, ja. Ja, an sich ist ja egal, was wir nehmen. Ach, nehme ich diesen Teleporter einfach. So, Statue der Sieben. Uns heilen dabei. Anbeten. Wie viel haben wir mittlerweile? 4. Boah, das ist so teuer. Von Stufe 1 auf 2 haben wir 20 gebraucht. Also, das ist nicht gerade so. Kann man nebenbei so einfach easy machen. So, gut geheilt sind wir. Ja, okay. Ja, was ich in der nächsten Episode mache, ja, muss ich mir selber erstmal überlegen. Wahrscheinlich den anderen Event. Deswegen, ja, empfehle ich euch ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr nichts verpassen, auch wenn ich die Story weiterspielen soll. Und naja, gleichzeitig supportet ihr mich auch aktiv hier am besten auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort muss ich Sachen auch von anderen spielen. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen anmerken, was auch immer. Ich versuche es in der Regel zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.